Grid oder das für Scientific Grid. Und das ist ein Versuch, ein offenes Referenzmodell für die europäische Übertragungsnetze für wissenschaftliche Untersuchung zu bauen. Das Projekt ist vom BMBF finanziert für 3 Jahre und wir sind schon in unser zweites Jahr. Und das ist auch unter diese Stromnetze, das ist eine Forschungsinitiative der Bundesregierung. Ja, mein Vortrag wird diesen Inhalt haben, erstmal eine kurze Motivation über, warum machen wir das, und dann eine Folie oder zwei über Übertragungsnetzmodelle, was sind diese und warum sind die wichtig. Und das Hauptteil ist, was für Stromdaten gibt in OpenStreetMap und wie nutzen wir diese Daten in diesem SciGrid-Modell. Und dann, ich werde mit Zusammenfassung und Ausblick beenden. Ja, die Motivation für uns mindestens ist die, es gibt eine grundlegende Änderung und auch Umgestaltung der Energiesysteme. Das ist zum Beispiel in Deutschland sehr bekannt durch die EEG. Das führt, dass das eine Erhöhung der Anteil der erneuerbaren Energien gibt und diese erneuerbaren Energien müssen auch integriert in der Stromversorgung. Das führt zu einer dezentralen und bidirektionellen Energieerzeugung, was nicht vorher gab. Diese setzt auch Bedingungen in Bezug auf Energieeffizienz und auch einen Energiemix in der Stromversorgung. Auch an der anderen Seite, weil diese Änderungen und Umgestaltung durchzuführen sind, der Gesetzgeber hat ein Interesse an Transparenz und auch an einen Vergleich von diesen verschiedenen Szenarien und auch Studien für diese zukünftige Stromversorgungsnetze. Und dazu zum Beispiel ist die Förderinitiative Zukunftsfähige Stromnetze, wo wir angesiedelt sind. Alle diese Themen sozusagen, die führen an, dass Energiemodellierung ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wir brauchen diese Modellierung, um eine Analyse durchzuführen und auch um diese möglichen Szenarien für die zukünftige Energiesysteme zu bewerten. Weil diese Szenarien, die führen auch, dass nicht nur ökonomische, politische Entscheidungen zu treffen sind, aber auch Entscheidungen, die wichtig für die Bürger sind. Okay, was sind diese Netzmodelle? Ein Übertragungsnetz ist das, was wir Normalleute als Masten und auch Übertragungslinie erkennen. Das ist wesentlich eine Verbindung zwischen Erzeugung und Verbrauch. Das ist sozusagen der Link zwischen die Powerplants und uns, die Verbraucher. Was sind die Modelle von Übertragungsnetze? Zum Beispiel hier sieht man den Übertragungsnetz von Deutschland. Das sind Modelle, die bilden diese Übertragungsnetz und wesentlich sind die nur die Knoten, was man hier sieht, zum Beispiel, das sind die Umspannwerke und auch die Leitungen der Übertragungsnetze, was man auch im Wesentlichen sieht. Und diese Übertragungsmodelle sind sehr wichtig, weil die sind ein sehr wichtiger Bestandteil von diesen Energiemodellen, die uns unser Energiesystem und auch unser Markt, Energiemarkt simulieren können. Ja, denn Übertragungsmodelle sind wichtig, auch Energiesystemmodelle sind wichtig. Aber wie sieht das aus mit den Daten? Die Daten, belastbare Daten, belastbare sind sehr wichtig. Und auch Modelle zu Übertragungsnetze fehlen. Warum? Weil diese Daten von der Seite der Transmission System Operators sehr oder Übertragungsnetzbetreiber sehr sensibel sind, weil man zum Beispiel mit diesen Daten die Sicherheit des Systems beeinträchtigen kann. Das führt dazu, dass wenn Modelle existieren und Datensätze existieren, die sind normalerweise unter sehr restriktiven Lizenzen zu finden. Und wenn man das Modell auch findet, fehlen Informationen an, wie ist dieses Modell entstanden, was sind die Vereinfachungen, die getroffen sind und was sind auch die Annahmen, die getroffen sind, um dieses Modell zu bauen. Und das zum Beispiel in der Bereich Forschungsarbeiten in Netzausbau und Planung, macht das sehr schwierig. Es macht auch sehr schwierig, die Validierung, auch die Verifizierung von diesen existierenden Modellen und Daten, was dazu führt, dass das Prozess nicht sehr transparent ist. Ja, wir sind dazu gekommen, wir haben die Idee, wie kann man das alles offen machen? Und das wesentlich 3 Punkte. Man muss die Eingangsdaten
offen machen für dieses Modell. Man muss das Problem das Modell selber, das Programmcode offen machen und ausschließlich, was sehr wichtig ist, die Ausgangsdaten, diese Knoten und diese Leitungen, die müssen auch offen sein. Und das ist die Idee hinter Cygrid. Das ist, wie soll man das machen und wie macht man das tatsächlich? Man sucht sich eine Quelle, eine Datenquelle, wo das möglich ist. Und für uns war diese Datenquelle OpenStreetMap, weil die Eingangsdaten sind die von OpenStreetMap und die sind auch offen. Das Programmcode haben wir unter einer Lizenz, die das auch ermöglicht, dass die Leute das nutzen, ohne Einschränkungen. Das ist die Apache 2.0. Und die Ausgangsdaten können auch offen sein, weil das ist möglich durch die ODBL-Lizenz von OpenStreetMap. Was ist dann diese Cygrid? Cygrid ist ein Übertragungsnetzmodell, wie schon erwähnt. Aber es ist nicht nur ein Modell, das ist auch die Daten, die aus dem Modell rauskommen und auch die Daten in den Modell reingehen. Und sehr wichtig ist die Dokumentation. Alles ist dokumentiert, wie man das gemacht hat und auch Schnitte zum Beispiel von dem Programmcode. Cygrid momentan basiert 100%ig auf OpenStreetMap Power Data. Das werde ich zeigen, was diese Power Data ist. Und wir nutzen auch offene Tools und offene Softwarepakete, um den Nutzer zu ermöglichen, Cygrid 100% offen zu nutzen. OpenStreetMap brauche ich nicht viel hier zu sagen, aber diese drei Punkte, die OpenStreetMap zeichnen, die sind sehr wichtig für uns, weil wir können die Daten nutzen, weitergeben und auch ändern. Und die Änderungen sollen auch unter dieselbe Lizenz sein, was für uns wichtig ist. Jetzt komme ich zu der Struktur von der Stromnetzdaten in OpenStreetMap. Und die Stromnetzdaten in OpenStreetMap sind bei den drei Typen repräsentiert. Es bedeutet, es gibt Nodes, Ways und Relations, die einen PowerTag haben. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es ist ein Node, was ein Strommasten zeigt. Und an einem Kartenstil kann man das auch sehen als Stromnetz. Und dann dazu gibt die Datenbeschreibung. Was wichtig ist, die Latitude und Longitude, weil wir wollen, dass das georeferenziert ist. Und es gibt auch andere Tags, die helfen bei der Erstellung des Modells. Zum Beispiel hier die Referenz, was auch zu den realen Objekt durchführen kann. Was auch wichtig bei Simulationen ist. Was auch wichtig ist, dass es gibt auch ein Level an Details in OpenStreetMap bezüglich Stromdaten. Zum Beispiel, man sieht hier einen Mast. Diese Mast trägt Leitungen und diese Leitungen, was man in OpenStreetMap Cable nennt. Man hat auch diese Information, dass diese Leitung ist von 6 Kabel gemacht ist. Und aus diese Kabel, die sind in der Form von 4 Wires zusammengebündelt sind. Diese Information für uns ist für unsere Modelle sehr wichtig, weil die gibt uns die Möglichkeit, diese elektrischen Parameter der Leitungen zu rechnen, was wichtig für unsere Simulation ist. Weiter gibt es Leitungen, was als Way ist. Die Open Ways sind die Übertragungsleitungen selber, die Freileitungen. Und dazu findet man auch sehr wichtige Informationen. Wie ich gesagt habe, die Cables findet man. Die Wires, die Frequency ist sehr wichtig und auch der Operator. Der Operator, das ist der Übertragungsnetzbetreiber und der Voltage Level findet man auch. Eine andere Way ist der geschlossene Way und das kann eine Umspannwerk sein oder ein Powerplant sein. Dazu gibt es auch wichtige Tags, die mit berücksichtigt werden können. Aber was sehr wichtig für unser Cygrid-Modell ist die Relation. Ist die Power Relation. Warum ist sie wichtig, zeige ich in der Slide, wo wir zeigen, wie wir zu OpenStreetMap-Daten kommen. So die Relation, wie üblich, hat verschiedene Elemente drin. Eine Power Relation ist üblicherweise zwei geschlossene Ways, die können an Substation sein, an Umspannwerk sein und alle Leitungen, die dazu liegen. Das bedeutet, dass der User kommt und trägt die Relation als Power Relation und verfolgt von einem Umspannwerk zu der nächsten alle Leitungen, die durchführen. Hier ist einfach, weil man sieht nur zwei Leitungen, aber es kann sehr kompliziert sein, was auch erklären kann, warum nicht so viele Relations gibt. Wie verfolgt man das in OpenStreetMap? Man macht das wie üblich, man kriegt eine ID von der Relation und dann durch die Relation Members findet man die Ways oder die Nodes, die da drin liegen. Und das werde ich hier erklären.
Erstellt man die Übertragungsnetzmodell? Man runterlädt den Planet-File. Man muss das nicht machen, man kann auch den Extract von GeoFabric machen, aber wenn man zum Beispiel Linien, die zwischen Deutschland und Österreich liegen, erwischen möchte, dann muss man eine größere Gebiet herunterladen. Was kommt danach, ist ein Filtern der OpenStreetMap-Daten mittels Osmosis. Zum Beispiel von einem Planet-File zu den Daten in Deutschland dauert das circa 3 bis 4 Stunden und man hat so einen 100 MB Datensatz. Danach, um mit den Daten arbeiten zu können, muss man die in eine Datenbank exportieren. Dafür benutzt man PostgreSQL und auch OpenStreetMap-SQL und das dauert für Deutschland weniger als 2 Minuten. Was kommt danach, ist so ein Haufen an Daten, die nicht zusammen verlinkt sind und man muss das auch durchtrennen, um den Netz sozusagen rauszukriegen. Das machen wir mit SQL-Abfragen in einem Python-Code. Und eine Annahme, die wir nehmen und auch erklären in der Dokumentation, ist, dass für jedes Umspannwerk, wir nehmen nur der Zentralpunkt, georeferenzierten Zentralpunkt, und für alle diese Linien, wir nehmen nur einfach die direkte Linie, um das einfacher zu machen. Und für die Simulation erstmal ist nicht wichtig, dass man den richtigen Verlauf hat. Was dazu kommt am Ende, ist 2 Tabellen, die Tabellen von den Knoten und Tabellen von den Leitungen, die man auch mit verschiedenen Programmen lesen kann und auch nutzen kann. Und was wir damit machen, das ist Visualisierung auch, was wir damit machen, ist 2 Themen. Das ist die technische Anwendung, das heißt Lastflussberechnung. Man hat diesen Netztopologie und wird dazu Verbrauch und auch Erzeugen von der Energie, Elektrizität haben und dann durchlaufen lassen durch eine Simulation. Das bedeutet, man kann sehen, wo die Strom fließt. Und man zum Beispiel kann hier unten erkennen, dass diese Linien, die sehr dick sind, überlastet sind. Das haben wir in einer Masterarbeit gemacht. Es gibt auch Themen, die zu der Grundlageforschung in Netze damit tun, und das ist zum Beispiel der Berechnung der Clustering-Koeffizient. Und das heißt, wie soll man ein Netz repräsentieren? Soll man diese 800 Knoten, die wir für Deutschland zum Beispiel haben, nutzen, oder kann man anhand an verschiedene Analysen diese Zahl sozusagen reduzieren? Und das beschäftigen wir uns damit, mit diesen Daten. Was ich hier vorher gesagt habe, ist, dass diese Relations sind sehr wichtig für uns. Warum? Weil die bilden Strom erkreizen. Das bedeutet für uns die Aufgabe, diese Daten zusammenzufügen und zu wissen, welche Knoten ist mit welche anderen Knoten verbunden ist, ist sehr einfach, weil die Relation gibt das schon her. Aber was man sieht, zum Beispiel Europa, alles was grün ist, ist wo die Relations, die Power Relations existieren. Alles was rot ist, ist wo die nicht existieren, aber die Grundlage der Daten existiert. Und deswegen haben wir uns die Aufgabe genommen, eine alternative Code herzustellen, und das ist ein heuristischer Code. Das basiert auf heuristisch Routing und das heißt GridKit. Und man sieht zum Beispiel den Beispiel für Frankreich. Alles, was rot ist, ist, was wir mit SciGrid erwischen können, und alles, was schwarz ist, ist, was man nur mit den Ways und den Nodes erwischen kann und auch als Netz darstellen kann. So, das ist so ein Versuch, einen Ansatz zu bilden, das nicht auf Relations basiert ist. Aber man muss sagen, auch das Heuristisch Routing hat auch viele Annahmen, und dass jede Annahme kann in eine andere Netz resultieren ist. Deswegen zum Beispiel für Deutschland, wo die Relations sehr gut abgebildet sind, braucht man das nicht zu machen. Aber für andere Länder ist das notwendig. Ja. Da komme ich zu der Zusammenfassung. Die Energiewende stellt an diese Energiesysteme neue Herausforderungen, die auch grundlegende Veränderungen bringen. Und dafür ist die Modellierung dieser Energiesysteme sehr wichtig. Und ein Hauptteil dafür ist die Übertragungsnetze. Aber die Daten und Modelle existieren auch nicht. Und der Zugriff ist sehr schwer, was die Forschungsarbeiten erschwert. Und wir denken, dass mit SciGrid durch die Nutzung von OpenStreetMap-Daten ist eine
offene Alternative dazu, diese Übertragungsnetzmodelle abzubilden und dass die auch die Forschungscommunity davon profitiert. Aber trotzdem bleibt, dass viele Stromdaten und Informationen über diese Stromelemente fehlen, was nicht gegen die OpenStreetMap Quality spricht. Aber trotzdem, es gibt fehlende Daten und man muss das berücksichtigen, wenn man das Modell nutzt. Ausblick, was wir in den nächsten machen möchten, ist die wissenschaftliche Evaluation dieser Übertragungsnetze und auch deren Charakterisierung. Wir wollen auch diese Daten, die wir von OpenStreetMap gewonnen haben und die Netze, die dadurch entstanden sind, durch Vergleich mit irgendeinen existierenden Netzdaten. Und wir wollen auch, wenn da Modelle existieren, das SiGrid-Modell auch vergleichen. Wir wollen dafür eine Konferenz nächstes Jahr organisieren in Oldenburg bei uns. Und diese internationale Konferenz ist wie ein Wettbewerb. Man gibt die Daten frei, wenn Release wird bald zur Verfügung gestellt. Und dann jeder probiert mit seinem Datensatz und dazu kann man ein bisschen die Qualität von den Daten herausfinden. Ja, und das ist alles. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen dazu? Hallo. Hallo. Ja, gut. Miron Thümann von Bosch und Partner Umweltplanung. Danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage einerseits, wenn es jetzt keine existierenden Daten gibt, wie wollt ihr es dann validieren? Weil ja, ich weiß, dass die Bundesnetzagentur ja sozusagen jetzt diese Register führt, aber dass hier halt nicht, die sind ja nicht lagegetreu und nur Adressen, die halt ganz oft nicht zugeordnet werden können. Deswegen, weil ich auch an dem Thema arbeite, wäre für mich auch die Frage, wie lässt sich das validieren, weil ich halt auch mit diesen USM-Stromnetzen arbeite. Und die zweite Frage geht in Richtung Erdkabel. Also es gibt ja jetzt nicht so viele, aber es ist, gehört ja zu der Natur von USM-Daten, dass halt eher visuelle Sachen erfasst werden und die Erdkabel halt einfach nicht zu sehen sind. Und gerade jetzt mit der neuen Gesetzesgrundlage wird ja vorrangig jetzt mit Erdkabeln geplant. Wie gedenkt ihr damit umzugehen im Kontext von USM-Daten? Ja, die erste Frage war, mit welchen Datensätzen kann man das validieren? Es gibt die N2E-Datensatz, das ist nicht georeferenziert momentan. Aber man kann durch ein, wie heißt das, dass man sagt, okay, ich werde die Daten nicht weitergeben. Man kann das, die Daten sozusagen gewinnen und versuchen, das zu vergleichen. Aber durch den Fakt, dass die nicht georeferenziert sind, wird das auch nicht einfach zu machen. Es gibt alle Übertragungsnetze, haben mittlerweile Listen von ihren Daten. Zum Beispiel die Umspannwerke und auch die Leitungen, die Länge. Und da kann man versuchen, das auch zu machen. Die sind nicht georeferenziert, aber die haben den Namen, den Substation. Und dadurch kann man mit OpenStreetMap vergleichen, weil der Name existiert. Und manchmal gibt es auch in OpenStreetMap die Referenzen dieser Umspannwerke, wie die in den Katalog von Übertragungsnetzen stehen. Und das ist auch sehr einfach zu machen. Aber eine richtige Datensatz, der existiert, gibt es nicht. Und deswegen, wir wollen durch diese partielle Validierung ja, damit durchkommen, aber auch durch diese Konferenz. Wir wollen, dass die Leute, die schon Datensätze haben, versuchen, das zu machen, ohne dass, ja, dass wir das, die Daten sozusagen sehen oder benutzen. Das Zweite für die Erdkabel, was ich auch nicht gesagt habe, ist, dass wir haben uns jetzt mittlerweile mit anderen Voltage Levels beschäftigt, zum Beispiel an der Distribution, was auch diese Frage mit Erdkabel bringt. Und da versuchen wir durch Vereinfachungen durchzukommen. Zum Beispiel, es gibt zwei Punkte, die sind nicht liiert, aber die existieren OpenStreetMap. Dann versucht man zu sagen, okay, es gibt ein Erdkabel da. Aber ein perfekter Ansatz gibt es nicht. Ja. Hier? Ja. Ich versuche mir zu erklären, wie ihr den Lastfluss macht, wenn ihr doch gar nicht wisst, welche Kraftwerke gerade welche Leistung fahren, wenn ihr nicht wisst, wie viel Wind gerade weht und wenn ihr nicht wisst, wie groß gerade die Abnahmen sind. Habt ihr da statistische Werte oder wo kriegt ihr diese Leistungsgrößen her? Ja, die Kraftwerke haben wir durch die BNetzA-Liste. Es gibt die BNetzA-Liste, die sagt auch, wie viel produziert jedes Kraftwerk. Wir machen das nicht erstmal nicht in der Zeit, wir machen das in einer Snapshot-Aufnahme.
Und die Windkraftanlagen sind nicht mit berücksichtigt erstmal. Das war nur ein kleines Beispiel. Aber mittlerweile, es gibt auch andere Partner, die nicht mit uns auf dem Projekt arbeiten, aber diese Daten haben. Und die haben auch unsere Daten benutzt. Und die können auch damit eine Last-Fuß-Berechnung machen. Das bedeutet, wenn man die Daten hat, man kann das laufen lassen. Aber wir momentan, das ist nur ein Snapshot in der Zeit. Es gibt einen Verbraucherpool, das ist tatsächlich auch ermittelt. Und es gibt auch die Daten von der BNetzA, die mittlerweile mit einer Lizenz versehen sind. Das bedeutet, man kann die auch nutzen. Ja. Aber die sind nicht georeferenziert. Das macht man selber. Ja. Wie gehen Sie damit um, dass die... Also ich komme von einem Leitungsnetz. Ich komme von einem Leitungsnetzbetreiber. Erste Frage: Woher haben Sie jetzt wirklich den elektrischen Widerstand der Leitungen? Sie haben ja nur die Anzahl der Systeme und die Anzahl der Seile verwendet, aber weder Querschnitt noch die Geometriedaten. Nee, aber es gibt dafür diese sehr einfache Gleichungen, die ich gezeigt habe. Durch die Number der Wires und Number der Cables kann man so einen Durchschnittwert finden. Das ist nicht 100% richtig, weil man nicht die Daten nicht hat. Da fehlt der Faktor 2 auf jeden Fall, wenn nicht der Faktor 3. Aber das ist der Standard. Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn man die Daten nicht hat. Und die Daten sind nicht verfügbar. Und man muss auch durchkommen. Wenn Sie die Daten haben? Ich bin ja so Österreich. Ja, ist egal. Also, da ist